Pass, pass, pass. Ja. Zwei Fässer. Oh, aua. Uff. Hier liegt ein Fass zum Benutzen. Lol, ich muss. Lol. Mein Charakter ist am Spucken. Wegen Rumfleisch. Dann lass mal warten, bis die. Oh, warte, hier ist ein Herrscher. Hinter dir? Ja, Fass. Bumm. Ich bin tot. Ja, ich hol dich. Ja, ja. Achtung, die sind direkt hier. Ich seh's schon. Hab ihn. War das die Mission? Warte. Ja, ja, das war die Mission. Eine Karte, was ist okay. Hast du den Kopf? Ja, ich hab ihn schon am Strand hingelegt. Zum Strand. Zum Reinschießen. Aber hier ist heute haben wir echt wirklich unlucky das mit den Lagerkisten. Wir finden keine Lagerkiste. Also gar keine. Aber ja. Wir haben es gut, dass wir noch nicht so gefokust wurden, Alter. Wie ja, bei dem einen Raid. Also da hätte ich sonst echt, also wenn jetzt irgendwas passieren würde, ich würde richtig abkotzen. Wir sind aber immer noch nicht Level 5. Wir haben ja schon immer noch viel verkauft. So ist es nicht. Wir haben ja schon ein bisschen Kohle dran gemacht. Wir haben 15.000 ja. Von dieser einen Kiste bekommen schon mal. Auch. Das stimmt auch wieder. Aber wenn wir jetzt halt verlieren, alles verlieren, würden wir uns trotzdem abkotzen. Ja, das schon. Wohin? Okay, Werbung läuft doch nur 15 Sekunden oder sowas, hä? Ich bin verwirrt. Jetzt müssten wir tatsächlich nach Westen. Für die nächste Insel. Alles klar. Sage ich, ohne auf die Karte zu gucken. Ja, wir werden es gleich herausfinden. Ich Gott, ich verdammter Gott. Direkt richtig. Ja. Okay, ich guck mal, dass wir nichts gemarkiert haben, was wir nicht mehr brauchen. Okay, ja. Also. Kannst du die Insel markieren, die wir noch nicht, also die wir eigentlich. Recent. Lone Cove. Sailor's Bounty. Ja. Lone Cove, Sailor's Bounty und dann wieder Crescent. Crescent, Crescent, Crescent. Das ist direkt wieder beim Port Merrick. Aber jetzt sagen, wenn wir halt. Genau, ich würde sagen, wenn wir die ganzen Missionen gemacht haben, dass wir dann nochmal XP bekommen, dass wir halt die ganze Mission hinbekommen haben. Ja, das wäre cool. Also für den Handelbund. Für den Seelenorden. Seelenorden. Ich find's aber auch gerade sehr schön, dass wir hier nicht so mit vielen Gegnern, Schiffen zu tun haben. Und mein Zimmer bleibt schön kühl, das ist auch wunderschön. Es bleibt nämlich bei 29 Grad. Wir müssten ein bisschen rechts. Ja, ich mach gleich. Bin rechts, ja. Sonst Stein. Ich fahre an der Schnitterknocheninsel wieder vorbei, glaube ich. Ja. Ich habe die ganzen Köpfe richtig ineinander gepackt. Dass es aussieht, als wäre es nur einer. Naja, so kriege ich es nicht hin, aber ist schon ein kleinerer Punkt geworden. Okay, also ich sehe auf jeden Fall nicht. Hä, Schnitterknochen? Nee, du meinst an so einer Festung fahren wir vorbei, ja. Achso, an so einer Festung, ja. Alter, der. Oh fuck. Der wollte dir gerade meinen Hund zeigen, du Assi, ey. Und dann das war jetzt aber echt runter. Nicht Absicht. Das war nicht Absicht. Ich komme so hoch, ich bin so bei der Hälfte und sehe so, wie du runterfällst. Das war halt einfach Karma. So. Ich weiß, sind wir entfernt. Oh, ein bisschen was. Die Insel, die wir jetzt ansteuern, ist halt riesengroß. Das ist halt ultra nervig. Ey, da ist ein roter Schlüssel bei der einen Insel. Das heißt, wir würden nach oben. Ich würde direkt nach oben fahren. Also nach der Mission nach oben, um diesen rote Kiste zu holen für Dublon. Was für eine rote Kiste?
Wo? Da ist wieder ein großer Totenkopf. Guck auf die Karte. Ach so. Ja. Direkt in der Nähe von der einen. Von Sailors Ding, ja. Warte mal. Was denn? Ich dachte gerade, der hätte sich bewegt. Weiß das nicht, dass da ein Spieler ist, der auf uns wartet oder so ein Scheiß. Aber der Dude bei dem Tornado hat einfach Bock, wa? Der ist nicht einmal untergegangen. Ja, er weiß, wie das geht. Er hat Ahnung. Alter. Wir sind da einmal kurz vorbeigefahren und sind verreckt. Ja, ich habe halt die ganze Zeit gehofft, dass wir einen anderen Mate, mit dem ich das auch sehr, sehr viel gespielt habe, ob Bär mal wieder online kommt. Habe ich ihn gefragt, hat er ja geschrieben und seitdem war er nie wieder mehr online. Oh, wow. Aber mit dem würden wir es halt schaffen. Der würde halt genau Kommandos geben und sagen, was wir machen müssen. Was ist mit dem hier? Wir müssen es abgeben bei Seeposten Tree Pace East. Was? Okay. Wo? Hier habe ich so Gläser gefunden. Alter, ich hab grad... Junge, hab ich Pech, Alter. Ich wär fast verreckt. Ich mach mal Fleisch, wa? Ja, mach mal. Oh, wir fahren ein bisschen falsch. Also ich bin gerade kurz unter Deck. Jetzt kommt ein Dings, jetzt kommt ein Heim. Oder ein Pirat, oder ein Dings, Skelettenschiff. Skelettenschiff wäre geiler. Hi, hinter uns. Ach, schade. Alter, wie lange braucht das bitte zum Braten, Mann? So lange. Oh, holy. Er würde uns halt nichts tun. Er würde nichts machen. Ist das jetzt gebraten? Oh ja. Oh holy. Das regeneriert auch tatsächlich. Also es macht so einen Regenerationsbalken. Hier ist die See aber auch gerade richtig rau, wa? Boah, weißt du, was ich schön fände? Mhm. Wenn wir das, wenn wir... Boah, warte. Ich probier was. Ich nehme ein Pulverfass, gehe auf das kleine Boot und wenn der Hai nah genug ist, mache ich das Boot ab und hoffe, dass und schieß auf ihn, dass er auf mich, dass er mich fressen will. Und dann können wir das hochjagen. Ja, aber wenn du es machst, müssen wir dann mit ihm komplett kämpfen. Also wenn er es überlebt, müssen wir ihn abknallen und abschießen. Okay. Ab dem Moment wird er uns nicht mehr in Ruhe lassen. Und du denkst, er überlebt ein Pulverfass? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch sehr, sehr wenig mit Haien gekämpft. Ich habe einmal tatsächlich komplett alone. Guck mal, hier sind wieder Fässer im Wasser. Ja, aber nichts Interessantes, nur Fässer. Egal, essen. Nein, ich habe das eine aus dem Dreck fallen lassen. Ja, das ist das Problem. Wir sind an einer Insel, ne? Ja. Yeet. So groß ist die Insel doch gar nicht. Also größer als die letzte. Hier ist ein Pulverfass. Yes, sir. Irgendwie finden wir viele Pulverfässer. Will das Spiel uns irgendwas sagen? Ich bin kurz muted. Okay. Da ich spiele immer noch. Hier ist ein Schatz. Hier ist eine Kiste.
Aua, aua. Hinter mir ist ein Skelett. Der blieb am Stein hängen. Oh Gott. Ich glaube, die sind auf diesem Friedhof da hinten, da wo ich gerade war. Oh, ich sehe ein kleines Bütchen. Ist das ein interessantes kleines Bündchen oder ist das ein... Hier ist schon wieder einfach nur so ein random Schatz. Truhe des Seefahrers. Nice. Da kommen wieder Skelette. Oh, Heilige. So, bin wieder da. Hä? Was denn? Das ist ein Geist, den man nicht treffen kann. Ah. Ja, der jetzt erst, genau, ab dem Moment mit dem Licht. So, wo sind der Rest? Wo sind die anderen? Ich wollte eigentlich von der Insel recht schnell weg, runter. Wie gesagt, bei dem Friedhof in der Mitte der Insel. Mhm. Da waren die ersten. Da sind die, glaube ich. Ja, ich sehe einen. Links. Oh fuck. Kiste. Mr. Captain. Explosionsfass. Aber das sind links, ja, hol mal eins. Na, warte. Hab ihn. Okay, bist du dead? Auf dem Schiff. Ich bin auf dem Schiff, ja. Okay. Eine lebt noch, der läuft nur herum, der Captain. Aber ist auch tot. Okay, hab beide Köpfe. Gut, dann können wir weiter. Wir sind auch schon fast Level 5. Also wir Kannst du mal gleich. Gucken, ob die Mission existiert? Ja, die ist weg. Jetzt nur noch Crest und Ding. Ja. Ich würde mich noch nicht einschießen, weil ich hole noch den anderen Dingskopf. Oh. Da ist was gespawnt. Ja, scheiß auf dir. Drauf, ja, scheiß auf Tri. Oh, wir sind bald Level Dings, ne?
Ich schieß mal diesen Krabbenkalmar wieder ab. Mhm. Mach ich mal mit. Dead. Echt jetzt? Da habe ich den schon gut gehittet. Okay. So, jetzt kannst du mich eigentlich gleich mit reinbringen. Ich laufe rückwärts. Habe ich. Gut. Easy, one shot. Wir fahren, du willst direkt zu dem Dings, gell? Zu dem großen. Ja, können wir machen. Wohin? Rechts. Hinter uns ist ein roter Tornado, what the fuck? Das ist der Tornado, den wir gemacht haben. Mit dem einen random. Da ist nur noch nur der eine Boss in der Mitte. Da sind keine Schiffe. Ah, stimmt, okay. Also eigentlich eine relativ einfache. Ja. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Wind, das ist schon mal gut. Oh Mann, deine Katze. Was ist das für epische Musik gerade bei mir? Ja, bei mir gar nichts, aber hinter uns ist ein Totenkopf, also es gibt genug Raids gerade. Ja. Heißt, wir sind vielleicht auch einfach lange in Ruhe. Hinter uns ist nämlich ein Geisterschiff auch wieder schon die ganze Zeit. Rechts ist ein Schiff. Nah, nicht nah. Weit, okay. Norden. Ist auf jeden Fall, fährt auf jeden Fall aktuell eher in unsere Richtung. Ja, das ist okay, weil wir fahren weg von unserer Richtung. Naja. Ja, du musst weiter links. Ja, ein Ticken. Ja. Hä, was ist das für eine riesen Insel da hinten? Wo der Tornado ist. Jetzt ist die Frage, wir haben zwei Inseln, die sind nebeneinander, okay? Ja, zwei Sachen. Ich bin dir ehrlich, ich würde sagen, ich würde es komplett riskieren, dass wir erstens die Inseln looten und danach den Schlitterknochen-Kiste mitnehmen, die andere Insel looten und dann erst verkaufen gehen. Also ich würde tatsächlich erst sagen, erst das Bounty, also Sailor's Bounty, erst den Schädel. Weil genau, Sailor's Bounty und dann die. Genau. Oh, wir fahren ein bisschen weit weg. Gerade davon, lol. Ja. Und dann würde ich direkt zum Außenposten. Dann können wir direkt zum Außenposten und dann können wir dort verkaufen. Das Schiff hält weiter auf uns zu. Es hält auf uns zu. Ja, das hält auf uns zu. Oder? Oder ist es angehalten? Legendäre Gefürchtete. Alter, was ist mit dem Schiff los? Das hält schon ein bisschen auf uns zu. Was wackelt das gerade hier? The Backstepper. Ja, das hört sich auch noch ein Dings. Wo ist denn der nächste Outpost? Hinter uns, links. Links direkt, ne? Direkt links komplett direkt. 90 Grad links. Oh, ja. Wir knallen gegen Stein. Unvermeidbar. Ich geh runter. Stein vorbei. Ja. Ja, der kommt weiter auf uns zu. Ja, wir gehen zum Outpost. Wir verkaufen. Wir gehen auf safe. Ich will jetzt auch nicht riskieren. Oh, warte. Er hält nicht auf uns zu. Er fährt nur geradeaus. Puh, weiß nicht. Also wir können jetzt auf safe gehen, verkaufen. Aber wir sind halt noch nicht Level Dings. Eigentlich nicht. Nee, ich biege jetzt wieder zur Insel ab. Ich will Level 5 werden. Und nach der Insel werden wir Level 5. Wir gucken mal, wenn die uns jetzt folgen, dann wissen wir ja genau, was sie wollen. Weil wir haben ja jetzt gedreht. Und er kann jetzt, glaube ich, nicht mehr richtig drehen, ohne den Stein zu treffen. Und er dreht auch nicht. Er fährt weiter geradeaus. Ich habe ihm mal im Blick tatsächlich, dass wenn er nach dem Stein weiterfährt. Oder ob der zu uns fährt. Du fährst straight rechts, gell? Also straight rechts zu den Link. Ich fahre jetzt genau zu dem. Zu der Insel. Die haben Feuerwerk geschossen.
Eigentlich habe ich auch Feuerwerk, glaube ich. Ja. Aber die fahren weiter. Die fahren auf jeden Fall weiter. Warum macht das kein Boot? Oh, ich bin raus dem Boot gefallen. Du musst fahren. Ja. Easy, wir fahren. Ohne Problem. Weil wir nur Signalfeuer haben, Kollege. Ja, aber ich habe kein Signal. Eigentlich habe ich ein Dings geschossen. Ich habe viele in meinem Inventar. Ich habe 3 Arten von Raketen in meinem Inventar. Würdest du sagen, also du darfst entscheiden? Ich überlasse die komplette Entscheidung. Schnitterknochenkiste mitnehmen, ja, nein? Danach, ja. Also nach der Insel direkt. Danach, nach der Insel direkt mitnehmen und dann aber direkt verkaufen, was wir jetzt haben. Und danach die Mission erst zu Ende machen. Und danach essen wir. Ja, wir müssen ja eh so dieser Crescent Island. Und eventuell haben wir auch schon mit der einen Insel das Level 5, würde ich sagen. Ja, ja, die haben wir schon. Nach der Insel haben wir auf jeden Fall Level 5. Ja. Ich gehe mal oben gucken, was an, ob da. Also die anderen, das eine Schiff ist auf jeden Fall weggefahren. Das wissen wir. Was war noch mal die rote Kiste? 50 Dublonen, oder nicht? Ja. Okay. Eigentlich sick. Das sind fast 2 Level. Der Atem der Meere ruft auf den Tiefen heraus. Schatzkammer der sunken Shores. Da suche nach. Okay, also bei der. Ach so, weißt du was? Das ist genau das, wo wir gewesen sind, diese Schreien-Dings. Aber da kriegen wir dann auf jeden Fall nochmal so auf dem Platz, auf diesem Seed, nochmal ein krankeres Item. Hm. Einfach, das ist so die direkte Mission dafür. Das können wir theoretisch danach auch machen. Also, ich weiß nicht, ob ich noch so Bock drauf habe, aber ich überlege es mir eigentlich noch. Ich bin da. Mhm. Ich hab schon direkt die Skelette. Ups. Komm, hat denn keiner von euch eine schöne Explosionskiste? Oh, ich hänge. Munitionsbeutel. Oh, er hat eine Bombe. Er hat Boom Boom dabei. Habe ich welche mitgenommen? Gut. Ja, ja, hast du. Du hast alle mitgenommen. Nice. Haben wir die Insel schon ein bisschen so erkundet? Nö. Hier sind sie wieder. Oh, wait. Ganz easy. Ich bin tot. Ich geh aufs Schiff. Aber ich kann mich nicht holen. Achso, du gehst aufs Schiff? Okay. Ja. Ich hoffe ja, dass einfach das Spiel denkt, dass ich von dem Spieler getötet. Ja, ich kann Flamme, deswegen. Oh mein Gott. Was ist denn? Hier ist so ein Tunnel. Und hier sind so Fallen drinne. Oh, da musst du aufpassen. Ich habe übrigens eine rote Flamme. Das können wir da rein. Können wir das holen gehen, was da drin ist? Ich glaube, da kriegen wir safe irgendwie einen geilen Loot raus. Noch. Komm mal, ich zeig's dir, wo das ist. Ich respawn gerade auch. Also, du kannst dich wieder auf die Insel boosten und da ist so ein Loch in der Mitte. Das hast du ja gesehen, diesen Höhlenloch da. Wenn du da reingehst, ist da so ein Tunnel. Da gibt's einfach Fallen. Du musst halt einfach diesen Fallen ausweichen können. Die Fallen machen halt aber direkt One-Shot. Das ist das Problem. Warte, ich mach jetzt erstmal die Skelette hier tot.
Oh nein, goldene. Aber Fässer. Oh. Bubum. Ich hab das gesehen, goldene was tot. Du meintest. Ja, ja, genau das. Ich dachte, man, wenn man da durchrennt, vielleicht kriegt man das auch so. Oh, 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 oh. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Banane ist Banane. Nein, ich bin tot. Respawn auch. Goldskelettenbomber. Der Chef geil. Ist auf jeden Fall schon da, der Captain ist schon da. Nice, ist Goldskelettenbomber. Also auch immer das heißt. Ich hab viele getötet, ich glaube nur noch der Captain muss leben. Oh, der Captain ist aus Gold. Ja. Warte, ich hol Wasser. Ich glaube, den musst du nur noch ein paar Hits geben, ich glaube nicht, dass er noch viel Leben hat. Der schießt auf jeden Fall noch. Oh, der aimt aber auch richtig gut. Oh, ein nice. Schuss. Ich also gehe nochmal in die Säule mit rein. Ja. Ich hab Bock drauf, das interessiert mich jetzt sehr. Ich würde tatsächlich das Schiff schon mal Richtung. Ja, kannst du machen. Warte, wo schaffst du das 5 Grad? Oh, jo. Heißt, danach können wir wirklich direkt verkaufen. Oh mein Gott, wie sollen die da Fässer dabei haben? Wie soll ich das. Hä? Wie soll ich das überleben, wenn die fucking unten Fässer dabei haben? Ja. Schwierig. Du bist tot, wa? Ich kann ja nicht wegrennen, ne. Du bist noch nicht tot? Durch. Ah, krass. Ich fahr weiter, wa? Warte, vielleicht finde ich einen guten Schatz. Dann gibt's da ein Ruderboot. Oh, fuck. Ich meinte es eigentlich halt nicht ernst mit dem Wegfahren. Ich geh pinkeln, ich bin gleich da. Ja, lass mich einfach mit dem riesen Schatz, den wir auf dem Schiff haben, allein. Warum kommt eigentlich auch keine Musik mehr? Oh wow. Das war einfach die Musik. Ich habe bis jetzt hier nichts Besonderes gefunden. Ich glaube, das gehört zu einer Mission. Du kannst Real Talk sogar losfahren, theoretisch. Ja, ich meine, hier ist nichts Besonderes da gerade. Fahren wir erst verkaufen oder fahren wir jetzt dieses Teil holen? Das Teil holen und dann direkt verkaufen und dann zum Schnitterknochen. Weil dann können wir okay. Auch direkt die Handelsding abbrechen. Ach nee, doch. Rein theoretisch schon. Und dann mit Crescent Island nochmal neu. Und dann können wir auch nochmal. Genau. Ja, oder wir lassen halt die Flagge noch da und dann gehen wir erst nach Crescent Island. Ich würde die Flagge also noch lassen. Ich würde jetzt erstmal dieses Teil holen, was du gesagt hast, genau. Meerjungfrau, hallo? Wo sind Sie? Sind wir vielleicht noch zu nah dran? Weiß ich nicht, könnte sein. Schwimm mal in die andere Richtung, vielleicht kommt es dann, weil ich stehe jetzt. Ich sehe, oh mein Gott, ich sehe sie, sie ist so weit weg. Die will mich doch verarschen. Der Wrack der Faulelle. Mehr Jungfrauen. Eine rote Kiste, die wir brauchen. Das ist. Ja, das ist nicht gut. Also, ist doch gut, aber ich meine, es ist jetzt der Kristall, den du in der Hand hast. Der ist halt aber für eine Goldhorder oder Handelsmission gut. Okay. Warum komme ich hier nicht rein? Okay. Dann soll ich da nicht rein. Ist die meistens ganz unten oder Mitte oder unten? Nee, es kann überall sein. Es hat keinen bestimmten Platz, habe ich auch selber gemerkt. Aber eher unten in dem Gefängnisraum, würde ich behaupten. Hier ganz ist ein Gefängnisraum. Ja, da ist er. Hier ist ansonsten noch ein, zwei Schätze, aber nichts Teures. Sollen wir fahren?
Hier wäre noch. Oh, ich bin fast tot. Fast tot. Mich hat ein Hai angegriffen. Ich bin tot. Cool. Ich respawn einfach. Ich hätte auch direkt sterben können. Das wäre, glaube ich, viel einfacher gewesen. Bisschen schneller. Da ist aber eine Mission am Rumschwimmen. Kannst du auch gleich mal draufgeben. Den Rest lassen wir da, oder? Das ist nur Billigzeugs. Komm. Ja, wenn du irgendwas noch kistenmäßig findest oder irgendwas siehst, nimm's mit. Warum ich habe einen Schädel noch gefunden, den würde ich mitnehmen, aber den Rest würde ich da lassen. Das ist alles useless. Kleinzeugs. Da ist der Schädel am wichtigsten. Geh mal auch rein, du bist ja schon. Ich bin jetzt auch da. Achso, ich hätte gesagt, dass uns einer auf dem Schiff guckt, dass wir nicht angegriffen werden. Passiert schon nicht. Vertrau den Leuten hier. Da ist ein Schiff. Unnötig. Da ist ein Schiff. Nein, Spaß. War ein bisschen Angst machen. Warum hat es nicht geklappt? Aber wahrscheinlich ein bisschen zu offensichtlich, war. Ja, hat auch geklappt. Ich habe gesagt, fahr. Komm noch mit einer Kiste hoch. Thank you.